Im Naturschutzgebiet Ruhrmeander bei Barmen können Besucher ungetrübten Naturgenuss erleben. Der ideale Kontrast zum hektischen Alltag, sagt der Ornithologe Dr. Schwarthoff. Wir haben sehr viele Besucher aus der weiteren Umgebung, auch aus den Großstädten Düsseldorf und Köln und sogar aus dem Ruhrgebiet, die hierher kommen, um endlich die Stadt hinter sich zu lassen und hier tief durchatmen zu können und an Pflanzen und Tieren ihre Freude zu haben. Die Landschaft rund um die Ruhrmeander ist geprägt durch den Pappeldriesch. Hier findet eine Doppelnutzung der Baumweiden für die Forst- und die Landwirtschaft statt. Glückliche Kühe weiden unter den Pappeln, die früher als Aussteuer für die Braut galten. Noch heute sind viele Bäume mit Hausnummern markiert, denn früher stand jedem Dorfbewohner eine bestimmte Anzahl von Bäumen zu. Wir haben hier eine dieser typischen Hausnummernpappeln. Der obere Ring zeigt, dass dieser Baum in Privatbesitz ist. Und hier unten ist in diesem Fall 201 die Hausnummer des entsprechenden Hauses angegeben, sodass also jeder Einheimische erkennen kann, wem dieser Baum gehört. Ein Deich trennt die Ruhr vom Barmener See und verhindert, dass der Fluss den See überschwemmt. Direkt am Seeufer befindet sich eine Vogelbeobachtungsstation, die der Naturschutzbund Düren und der Barmener Angelverein für interessierte Hobbyvogelkundler aufgestellt haben. Von hier aus haben sie einen ungestörten Blick auf den See, wo sich zahlreiche Vögel tummeln. Mit etwas Glück begegnet ihnen zum Beispiel der Graureiher oder andere gefiederte Besucher des Naturschutzgebietes. Und wenn sie aufmerksam lauschen, dann hören sie vielleicht auch den Pirol. Wir haben hier sehr viele Vogelarten, die man in weiten Gebieten unseres Landes nicht mehr finden kann. Wir haben eben schon den Ruf des Pirols gehört. Ein wunderschöner Vogel, der ganz typisch ist für diese Gebiete hier in den Flussauen und speziell im Gebiet des Ruhrdriechs, also dieser alten Pappelkulturlandschaft, die dieser Vogel sehr liebt und wo er seine hängenden Nester oben in den Baumspitzen aufhängt. Genießen Sie diese Idylle, die zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten beheimatet. Aber vergessen Sie nicht, die Natur zu respektieren. Nehmen Sie die wertvollen Eindrücke mit und hinterlassen Sie nichts als Fußspuren.